Trotzdem möchte ich natürlich jetzt den Blick in den Agrarausschuss wenden. Wer glaubt oder wer geglaubt hat, dass es im Europäischen Parlament zu einer Richtungsweisung kommt, zu einer Agrarwende kommt, also 180 Grad, ich meine, da kann man nur sagen, diese Personen haben anscheinend das Europaparlament nicht beobachtet, wie die Abstimmungsverhältnisse sind. Die Abstimmungsverhältnisse sind nicht so, dass es eine progressive Mehrheit gibt für ganz, ganz neue Ideen im Agrarbereich. Die Abstimmungsverhältnisse sind eher so, die Mehrheitsverhältnisse, dass es ein sehr träger, träger, langsamer Dampfer ist, der die ganzen Änderungen nur schrittweise macht. Wir haben im Europaparlament sowas wie ein Sonntagsparlament und sowas wie ein Montagsparlament. Beim Sonntagsparlament, wenn es so um grundlegende große Abstimmungen gibt, da hat man schnell die Hand oben. Zum Beispiel, als wir damals den Klimanotstand ausgerufen haben, war die Mehrheit im Parlament dafür, jawohl, wir haben Klimanotstand. Das ist das Sonntagsparlament, das Parlament, das richtungsweisend sein will und auch ist. Aber das Montagsparlament, das dann zum Beispiel diesen Beschluss des Klimanotstands auf die Fläche bringen muss, nämlich zum Beispiel auch im Agrarausschuss, handelt ganz anders. Es sind die gleichen Leute, die einerseits für große Ziele kämpfen und die andererseits, wenn es ums Klein-Klein geht, manchmal dann doch ganz, ganz, ganz winzige Schritte nur tun. Deswegen war für mich die Woche der Abstimmung wie folgt. Wir haben ein Paket gemacht in der Abstimmung, ein Paket der drei großen Parteien, EVP, S&D und Renew. Die Schwarzen, die Roten und die Gelben hatten miteinander einen Kompromiss geschmiedet. Dieser Kompromiss ist zerrissen worden im Vorfeld. Überall hat man gelesen, oh Gott, jetzt sitzt die Neuchel bei den Schwarzen auf dem Schoß. Interessant ist, dass komischerweise nur dieser Kompromiss dann wirklich das Plenum überstanden hat. Denn Politik machen heißt Inhalte haben und Mehrheiten. Nur Inhalte alleine reicht nicht. Dieser Kompromiss, in dem so die grüne Architektur verankert ist, 35% in der zweiten Säule für Agrarumweltmaßnahmen, 30% in der ersten Säule für Eco-Schemes, ein Flexibilitätsmodell zum Wechseln zwischen den Säulen und so weiter und so fort. Dieser Kompromiss der drei großen Parteien, der nicht total toll ist, der ein Kompromiss ist, ein Kompromiss heißt immer geben und nehmen, der hat Inhalte und Mehrheiten hinter sich versammelt und hat es durchs Parlament geschafft und wurde angenommen. Fast alle anderen Änderungsanträge, wir hatten noch 1.300, fast alle anderen Änderungsanträge sind gefallen und haben die Plenarwoche nicht überlebt. Ich möchte aber trotzdem noch auf drei Änderungsanträge eingehen, die die Plenarwoche außerhalb des Kompromisses überstanden haben. Drei, die mir auch ganz, ganz, ganz wichtig sind, die so ein kleiner Lichtblick sind. Denn ich möchte es vor allen Dingen am Anfang gleich sagen, am Schluss der Woche haben wir trotzdem als deutsche SPD dagegen gestimmt, weil es alles zu wenig war. Aber drei wichtige Punkte haben die Plenarwoche überstanden. Punkt eins, zum ersten Mal. Und da bin ich auch auf mein Büro sehr stolz, dass es aus meinem Büro gekommen ist. Zum ersten Mal haben wir eine rote Architektur. Wir haben zum ersten Mal einen Beschluss im Europäischen Parlament gefasst, dass Unternehmer, landwirtschaftliche Unternehmer, die Direktzahlungen bekommen, sich anständig zu ihren Mitarbeitern verhalten müssen. Anständig meine ich, den Mindestlohn bezahlen, der im Land üblich ist, Versicherungspflicht erfüllen, die im Land üblich ist, Anmeldepflicht, die üblich ist und so weiter. Jetzt werden manche sagen, das machen doch viele. Ja, stimmt. Ganz viele landwirtschaftliche Unternehmer sind faire Arbeitgeber. Aber wir haben auch schwarze Schafe. Und diese schwarzen Schafe können nicht Geld von der EU bekommen und eigentlich Lohndrücker oder Menschenhändler sein. Dass wir das erste Mal nicht nur das Einkommen der landwirtschaftlichen Unternehmer in den Blick nehmen mit dem Basic Income for Sustainability, sondern dass wir das erste Mal das Einkommen auch der Menschen in den Blick nehmen, die auf dem Feld arbeiten, das denke ich mal, ist ein riesengroßer Pluspunkt. Dieser Pluspunkt hat auch die Plenarwoche überstanden und dieser Pluspunkt macht jetzt momentan gerade richtig, richtig viel Angst im Rat, denn der Rat weiß überhaupt nicht, wie er damit umgehen soll. Letzte Woche im Trilog hat sich die Kommission auf unsere Seite gestellt. Die Kommission hat deutlich gemacht, wir stützen diese rote Architektur. Wir sind der Meinung, das ist richtig und gut. Und jetzt ist der Ball beim Rat. Und jetzt hoffen wir, dass da was rauskommt. Denn das wäre für mich ein wichtiger, ganz, ganz neuer Schritt in die Zukunft, nicht nur die Unternehmen zu sehen, sondern beim Basic Income, bei dem Basiseinkommen endlich auch die Menschen zu sehen, die draußen Gurken pflücken, die Oliven ernten oder die in Almeria unter den Glashäusern oder Plastikdächern arbeiten. Ein zweiter Punkt, der die Agrarwoche im Parlament überstanden hat, das ist das erste Mal, ein winzig kleiner Lichtblick,
nämlich dass es eine globale Verantwortung gibt, dass die europäische Agrarpolitik globale Verantwortung trägt. Das wurde vorher immer abgestritten. Es wurde vorher immer so gesagt, das wären wir auf einer Insel und könnten hier Agrarpolitik machen und die anderen interessieren uns nicht. Und zum ersten Mal, und da bin ich den Leuten aus dem DEWE-Ausschuss, aus dem Entwicklungsausschuss so dankbar, dass die da auch mit angeschoben haben. Zum ersten Mal haben wir, auch wenn es ein schwaches Wording ist, was drinnen steht, dass unser Handeln hier Auswirkungen auf zum Beispiel die Länder im Süden hat und dass wir uns verdammt nochmal wirklich Mühe geben müssen, dass wir so handeln, dass die Menschen auf der anderen Seite der Welt auch existieren und leben können und vor allen Dingen, dass dort auch Bauern ihre Produkte gut absetzen können. Und der dritte Punkt, das ist das Klimaabkommen von Paris. Es ist jetzt wieder auch leider nur ganz, ganz schwach verankert. Aber es ist zum ersten Mal ein Bezug in der Agrarreform. Hey, dass wenn das Klima-Paris-Abkommen für alle Branchen gilt, dann muss es auch für die Landwirtschaft gelten. Das, glaube ich, ist wirklich ein guter Punkt. Das heißt, wir haben diesen Kompromiss durch die Plenarwoche gebracht. Der viel gescholtene Kompromiss ist am Schluss eins der wenigen Dinge gewesen, das geblieben ist. Inhalte und Mehrheiten ist immer eine Kombination. Wir haben 3 Punkte innerhalb der Plenarwoche auch durch die Mehrheiten gebracht. Die rote Architektur, eine Verbindung zum Klimaabkommen und eine globale einen Passus zur globalen Verantwortung. Und trotzdem steckt zu wenig Bewegung in dieser Agrarreform. Und trotzdem ist es zu langsam. Und deswegen haben die deutsche SPD am Schluss mit Minus gestimmt. Wir haben gesagt, es ist, ja, wir sehen Licht, aber wir sehen leider mehr Schatten und unsere roten Linien sind überschritten. Jetzt heißt es, im Trilog das Beste rausholen. Und mein letzter Satz, ich bin Franz Timmermans dankbar, dass er jetzt, ich hätte mir gewünscht, dass er es schon eher macht, aber ich bin Franz Timmermans dankbar, dass er jetzt auf den Tisch haut und sagt, Leute, die Klimakatastrophe ausrufen, einen Green Deal beklatschen, eine Farm to Fork auf den Weg bringen, aber sich dann im Maschinenraum nicht danach die Arbeit zu verändern, das funktioniert nicht. Deswegen muss ich in der Agrarpolitik mehr tun. Das war der Grund für das Nein der deutschen SPD. Und jetzt lassen wir uns überraschen, wie es weitergeht.